Und Sie wollen auch bei diesem Krimi mitspielen? Na, wenn ich mir Sie so ansehe, kommt ja nur die Rolle des Hausmädchen in Betracht. Nicht wahr? Aber lassen wir das, Schätzchen. Ich bin Martina, Martina Bergmann-Meyer. Und ich bin Sieglinde Zielke. Freut mich, Martina. Aber wenn ich den Regisseur richtig verstanden habe, ist die Rollenverteilung noch gar nicht festgelegt. Und selbst wenn ich das Hausmädchen spielen sollte, oftmals sind es gerade die kleinen Rollen, die ein gutes Stück ausmachen. Touché, es scheint, wir werden gut miteinander auskommen. Sag mal, kennst du diesen Regisseur schon? Wie heißt er nochmal? Oppendorf? Oppenheimer. Ludwig Oppenheimer. Und was man so hört, soll er ein recht fähiger Mann sein. Auch wenn seine Art recht gewöhnungsbedürftig sein soll. Ich habe gehört, er soll menschlich ein richtiger Arsch sein. Aber als Regisseur soll er gut sein. Ist mir zu Ohren gekommen. Aber ist mir auch egal. Hauptsache, ich habe wieder ein Engagement. Und dieser Krimi ist jetzt auch keine Weltklasse, aber... Also ich finde ihn ganz gut. Die Geschichte ist gut durchdacht und das Ende ist überraschend. Und sollte der Herr Oppenheimer wirklich so gut sein wie sein Ruf, was will man mehr? Genau, Schätzchen. So, die Probelesung soll also für die weiblichen Hauptrolle sein? Und in 2 Minuten losgehen? Wo ist denn bitte die Dritte im Bunde? Das kann ich dir auch nicht sagen. Ich weiß ja noch nicht einmal, wie sie heißt. Wie vielleicht? Ich weiß es auch nicht. Aber sie sollte sich beeilen. Also, viel Zeit hat sie nicht mehr. Alles klar, ihr Zuckerschnecken. Ich bin euer Regisseur. Ihr seid nichts. Wenn ihr was von mir wollt, sagt ihr Meister. Alles klar, lass uns anfangen. Gott. Martina. Hier bin ich. Aber die Sache mit dem Meister... Willst du dieses Engagement, Kleine? Aber sicher doch. Dann pass auf. Es interessiert mich nicht, was du findest. Hier gilt nur, was ich sage. Alles klar, sonst kannst du nämlich gleich ein anderes Theater suchen, ne? Lass gut sein, ich vermasse es nicht gleich. Ich denke, du brauchst die Stelle. Aber er ist wirklich ein Arsch. Was hast du gesagt? Ich bin einverstanden. Sehr gut, braves Mädchen. Wie heißt du weiter? Bergmann-Meyer. Ach du Scheiß, ein Doppelname. Wurde sie mich früher geheiratet, was? Naja, ob das so klug war, egal. Kannst du singen? Und wie? Ich bin schon in mehreren Aufführungen als Solistin aufgetreten. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Na, lass hören. Ein guter Gehörs bist du für mich. Hör auf! Wir spielen hier ein Krimi und kein Musical. Sieglinde. Ja, bitte? Oh, wie höflich. Wir verstehen uns, ja? Aber sicher, Herr Oppenheimer. Wie war das? Ich meine, Meister. Ja, alles klar, braves Mädchen. So. Ilse. Ilse? Kann doch nicht wahr sein. Wo ist diese Ilse? Habe ich da meinen Namen gehört? Hier bin ich, wir können anfangen. Und, aber ich schätze es, wenn man mich mit Frau Steger anspricht. Und Sie sind Herr Ludwig Oppenheimer, unser Regisseur? Oh, das gibt Ärger. Das denke ich auch. Nun ja, Tostiger. Bitte verzeihen Sie mir, dass ich Sie so respektlos angesprochen habe. Können Sie mir noch einmal verzeihen? Schon. Wie bitte? Was soll das denn jetzt? Ich glaube, das ist nicht das, wonach es sich anhört. Schon gut, mein Bester. Aber können wir jetzt anfangen? So viel Zeit habe ich auch nicht. Nein, natürlich nicht. Sehen Sie, wir haben uns gerade ein wenig miteinander bekannt gemacht und ein paar kleine Regeln aufgestellt. Nicht wahr? Das stimmt, das haben wir gerade gemacht. Ich bin übrigens Sieglinde Zielke. Ist mir erst einmal ziemlich egal, meine Beste. Und was denn für Regeln? Ich halte nichts von Regeln.